Moin ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute gibt es mal ein Video außer der Reihe, aber mit den Produkten aus meinem Lieblingsshop Kreativdepot. Ich bin Jenny von Charlies Mama und ganz viel Spaß mit dem Video. Moin ihr Lieben, neuer Monat, neues Scrapbook-Kit. Und diesen Monat ist das babygelbe Kit dran. Und ihr seht schon die üblichen Verdächtigen, ne? Die Die-Cuts, also die Cardboard-Sticker, so heißen sie ja richtig, in Sterne. Oh, ich sehe gerade. Upsi. Ich glaube, ich habe genau einmal das Falsche zurückgeschickt. Ich habe zweimal Sterne hier. Also die gibt es natürlich wieder als Sterne und als Herzen. Hier sollten jetzt eigentlich die Herzen drauf sein. Ach ja, läuft wieder bei mir. Also einmal schon mal aussortieren. Durch diese Vororder passiert das manchmal, dass Sachen doppelt kommen und dann sortiere ich wieder und ja, hab wohl gedüst. Also bei den Sternen, die Motive kennt ihr, die Kreise und die Vierecke als Rahmen und dann eben verschiedene Sternchen, ne? Und natürlich auch die Häuschen wieder mit dabei. Jo, alles in den Farben Babygelb designt. Dann auch die typischen Enamel Dots als Motive Babygelb, so heißen sie. In den 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Größen. Wenn man genau hinguckt, sind da auch wieder diese Motive so im Hintergrund, aber nur ganz zart. Ich liebe sie sehr. Dann habe ich hier die Alphabet-Puffy-Sticker. Puffy-Sticker ABC Babygelb, so heißen sie. Genau, also nur in der Farbe Babygelb. Müssten eigentlich auch wieder in Weiß mit gelben Punkten geben. Ich habe sie nur in Babygelb hier. Reicht vollkommen. Dann die Tags und Label Die-Cuts. 95 Stück sind da drin. Kennt ihr auch mittlerweile, ne? Die ganzen Etiketten. Den großen Bogen Puffy-Sticker. Wieder mit denselben Motiven. Immer Pünktchen und Sternchen und Herzchen und Pfeile, Regenbogenschleifen. Und ein paar Blätter habe ich hier noch. Und diese Rauten, kann man immer gebrauchen. Und hier kommen meine absoluten Highlights der Serie. Die Zierniten liebe ich wieder sehr. Dekorative Zierniten in 1, 2, 3, 4 verschiedenen Größen mit super süßen Motiven. Be Mine, also ein bisschen, ihr seht schon. Von den Motiven her ist es sehr blumenlastig, Bienen, Briefe. Hier habt ihr jetzt nur die Farben in so ganz zarten, pastelligen Tönen. Hier habt ihr ein Motiv, das ihr gleich bei den Papieren wiederfindet. Hier genauso. Also da wiederholen sich auch die großen Motive auf den Designpapieren nochmal. Schmetterlinge, Biene, Vögelchen und noch ein Schmetterling. Ja, liebe ich. Hier steht Love drauf. Sehr, sehr hübsch. Und das sind die Die-Cuts. Die kippe ich mal wieder auf so ein Tablett. Sollen 125 Stück drin sein und heißen gelbe Blütenwiese. Also da habt ihr dann das Thema schon, ne? Blumen und Blüten und Wiese und Kränze sehe ich hier. Und die Kränze, jetzt zeige ich euch auch mal das Papier dazu. Die Kränze passen von den Motiven her super schön zu den Papieren. Einmal das Papier Mimose. Sind alle doppelseitig bedruckt. Sieht auf der Rückseite dann so aus. Da sind dann die Mimöschen. Und wie gesagt, hier zum Beispiel haben wir dann so einen Kranz noch passend zu dem Thema. Und hier ein Kranz, der unten dann noch ein bisschen mehr Grünzeug dabei hat. Oder eben ein bisschen mehr Ast. Hier wäre jetzt das Motiv von der Rückseite noch mal als kleines Die-Cut. Super schön. Das nächste Papier heißt Wiesenblumenkranz. Hat dann so einen blauen Anteil. Daher auch diese schicken Töne dazu. Passt perfekt. Und auf der Rückseite dann eben so einen rötlichen Anteil. Und da würden dann zum Beispiel diese Töne sehr gut passen. Und das dritte Papier, das ich hier habe, heißt ovaler Blütenrahmen.
hat denn hier so ein bisschen das Grüne, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das in der Kamera gut rüberkommt, im Hintergrund so einen ganz hellen, ovalen, ja, wie sagt man Hintergrund? Im Hintergrund, im Hintergrund, auch clever erklärt. Aber es ist so ganz hell beige, Eierschalenfarben, nochmal wie so ein Rahmen. Und da ist dann das Blümchen auf der Rückseite. Sehr, sehr hübsch. Gefällt mir gut. Nochmal zurück zu den Die-Cuts, was wir hier so finden. Also sehr viele Blumen. Finde ich super schön. Oh, mein Bauch knurrt. Hier sind dann auch kleine Bienen dazwischen. Kleinzeug, Schmetterlinge. Oh, ich kriege sie nicht gegriffen. Hier sind dann nochmal die Blumen, ne? Kann man so ein bisschen sortieren vielleicht nach Mimose. Alles, was so gelblich ist. Ich weiß es noch nicht, wie ich sortiere. Bisschen was, was grünlich ist, was da zusammenpasst. Und hier nach länglichen Blümchen oder nur nach Grünzeug oder nur nach Viehzeug. Muss ich noch mal gucken, wie ich mir das so raussuche. Aber ihr seht schon, es ist wieder wahnsinnig ergiebig. Da kriegt man wieder einige Alben mit voll. Jo. Und zum Thema Album hatte ich ja gesagt, damit werde ich jetzt, und das ist auch schön, werde ich jetzt einmal dieses Umschlagalbum nochmal bauen und euch dann hier die Maße diesmal auch vernünftig durchgeben, ne? Und dann dekoriere ich das mit dem ganzen wunderschönen Die-Cuts hier aus. Was hier schon an Haufen für die Mimosen zusammenkommt, finde ich richtig gut. Vielleicht bleibe ich da bei dem Thema, dass ich da überall in meinem Album diese kleinen Pünktchenblumen wiederholen. Oder diese gelben Blumen wiederholen sich hier auch. Vielleicht auch, dass man das so ein bisschen als Thema nimmt. Ich schau mal. Hier ist noch ein großer Brief, habe ich gerade gefunden. Und die Schmetterlinge. Haben wir denn hier noch ganz kleine, feine Schmetterlinge? Und was ich sagen wollte, genau, hier liegen jetzt noch passend dazu die Basispapiere in Babygelb. Und da schnappe ich mir jetzt eins von. Das wird dann schon mal zurechtgekurbelt mit der Stanze dicker Umschlag. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Also es geht um dieses kleine Mini-Album, das ich beim letzten Mittwoch-Spezial gezeigt habe. Denn da ist diese Umschlagstanze, dicker Umschlag, in den Shop gewandert. Und ihr habt gefragt, wie ich das Album gebaut habe. Und das zeige ich euch jetzt. Also die Umschlagstanze wäre diese. Umschlag dick, da oben seht ihr die Nummer 1282. Aber Achtung, sie passt nur durch die große A4-Stanzmaschine. Dann kommt hier dieser Umschlag bei rum. Den kann man schon mal nachfalzen. Da habe ich nichts groß dran verändert an den Falzungen. Dann habe ich zwei Stücke 9,6 cm, also einfach auf die Höhe dieser Seitenteile hier angepasst. Die sind 9,6 cm. Habe ich mir so einen Streifen einfach von einem 30 cm Designpapier, einfach so einen 9,6 cm Streifen abgeschnitten und den bei 6 Inch, also genau halbiert. Bei, ja, das ist so ein krummes Maß in Zentimetern, also wenn ihr so
Falzbretter habt, dann sind hier die 6 Inch. Da habe ich ihn dann einmal durchgeschnitten und dann bei 12,5 cm eine Falzlinie noch gezogen. Dann habt ihr hier hinten noch so eine Klappe dran. Die falze ich nach innen. Dann nehme ich mir meinen Kleber und klebe diese Seitenteile einfach hier auf die eigentliche Klebelasche des Umschlags. Gucken, dass das einigermaßen gerade wird hier. Anderen Seite dann eben genau andersrum, dass die Klappe in die Richtung zeigt. Und für dieses Mittelteil zum Ausklappen, habe ich es, da habe ich es. Da habe ich einen Streifen, der 11 cm breit ist. Ja, das müsste er sein. Den habe ich einfach hin und her gefalzt. Im Zickzack-Format. Und die Maße sind, also wie gesagt, 11 cm einfach wieder komplett über die ganze Länge eines Designpapiers abgeschnippelt und dann falzen bei 7,5. Nee, das haut aber nicht hin. Wieso habe ich denn hier so einen langen Schniepel dran? Habe ich da noch was angebaut? Ah, nee. Hier habe ich das Papier so benutzt, dass hier unten wahrscheinlich wieder der Streifen des Designpapiers noch dran war. Deswegen ist da so ein längerer Schniepel. Damit ich hier so eine Klapplasche habe, muss ich diesmal aber dran frickeln, ist egal. Weil diesmal habe ich das Papier so abgeschnitten, dass eben nicht unten der Streifen noch dran ist. So, 30 wollte ich nochmal falzen, ne? So, bleibt hier so eine ganz kleine Lasche nur übrig. Im Prinzip ist das schon das Grundgerüst, weil jetzt klebe ich das hier unten nur noch drauf und dann gestalte ich mir das aus. Ich habe jetzt hier wieder 6 so eine Fotoplatzhalter mir schon mal fertig gemacht. Die sind bei mir 8 cm mal 5,5 cm hoch. Da ich mit Fotos rechne, die Standardmaße ist ja 10 mal 15. Und wenn ich das halbiere, dann habe ich 10 mal 7,5. Und wenn ich die dann nochmal halbiere, habe ich 5 mal 7,5. Das heißt, auf ein großes 10 mal 15 Foto würde ich eine Collage von 4 Bildern drauf machen. Und das Foto quasi in 4 Teile teilen. Und dann passen die genau hier drauf auf die Mattung.
mit einem Überstand von 0,5 cm. Also ihr habt einen ganz kleinen weißen Rand noch um die Fotos drum, wenn man das mit den Maßen macht. Ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch ausgestalten. Ach so, den Fotostempel, den ich hier nutze, der stammt aus diesem alten Set von Kreativdepot. Wunderschöne Kleinigkeiten. Da ist hier oben eine Kamera mit dabei. Und dann weiß man, dass da die Fotos hin sollen. Das sind die, wie gesagt, die Platzhalter. Und jetzt gestalte ich mir das so ein bisschen aus. Los geht's. Das Album ist fertig ausdekoriert und ich habe diesmal, glaube ich, ein bisschen mit den Dimensionen übertrieben. Ihr seht schon, es steht auf und deswegen will ich da diesmal keine Banderole drum machen. So, beim letzten Mal habe ich ja so eine Papierbanderole drum gemacht, sondern lass einfach oben die Klappe offen stehen. Finde ich gar nicht dramatisch und habe das Ganze mit so einem ganz einfachen Band zugetüdelt. Hier vorne ist dann wieder so ein Label drauf gelandet, also so ein Die-Cut. Huch, Gesundheit, mein Schatz. Und die Puffy-Alphabet-Sticker. Und ich habe tatsächlich nicht die Enamel Dots aus dem Set verwendet, weil das alles dann irgendwie, mir fehlte dann ein kleiner Kontrast so als Blickfang. Und der Kontrast ist in dem Fall jetzt die Farbe Schwarz geworden. Schon wieder BVB-Farben. Was soll's, ist egal. Aber ich mag die Kombi aus so einem Grau, Schwarz mit Gelb sehr gerne. Und habe dann eben zu diesen
Enamel Dots Schwarz gegriffen, die auch so ein paar Matte dazwischen haben. Aber tatsächlich ist nur das Herz hier vorne matt geworden, weil ich das passender fand zu den matten Puffy-Stickern. Aber innen drin habe ich dann mit den Glanz-Enamel Dots gearbeitet. Fand ich irgendwie nochmal optisch ein bisschen schöner als alles matt. Ja, und dann habe ich die Farbe Schwarz nochmal mit Aquarellsprenklern aufgegriffen. Und Aquarell trocknet eben ein bisschen heller auf und dadurch ist es dann nicht so wuchtig fürs Auge. Ne? Wir schauen mal rein, wie es jetzt innen drin ausgestaltet aussieht. Einmal das Band abgetüdelt, klappt sich das Ganze so auf. Und dann habe ich hier ein bisschen Designpapier wieder verwendet und überall die Die-Cuts drauf. Und hier im Hintergrund dann wieder eben die Aquarellspritzer und die Enamel Dots als wiederholendes Element. Ja. Und das Stempelset Bestie von Frau Blütenstempel ist schon ein altes Stempelset. Habe ich diesmal hier komplett verwendet, nur dieses eine Stempelset. Ich weiß nicht, ob es noch im Shop ist, aber es passte eben zu meinem Thema ganz gut. Ein Fotoalbum entweder für die beste Freundin, beziehungsweise für meine allerbeste Freundin ist mein Ehemann. Mal gucken. Kommen dann so ein paar Fotochens rein, ne? So ist der Plan eben. Mit ein paar lieben Worten dazu. Kann man alles gut sehen, ja, ne? Wie sich das jetzt hier aufklappt. Und dann ist das auf der Seite so gestaltet. Ein paar kleine Elemente. So ein bisschen was Überlappendes immer. Wie gesagt, auch das Wiederholende. Nur nicht zu viel, mag ich dann nicht. Ne? Wenn das überall drauf wäre, wäre es, glaube ich, wieder too much. Und hier habe ich das Schleifenband nochmal so ein bisschen mit eingebracht. Im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich auch schwarzes nehmen sollen. Keine Ahnung, aber ach, das Grün ist auch ganz gut. Hier ist ja auch Grün in den Die-Cuts mit drin. Dann ist das nicht ganz so krass schwarz. Wenn ich da jetzt noch schwarzes Band, glaube ich, weiß ich nicht. Wäre bestimmt auch okay. Aber so mag es jetzt auch leiden. So bleibt es auf alle Fälle, ne? Ich habe hier noch mit den Cut und Emboss Folder, ich glaube Frühlingsblüten oder so hießen die. Die habe ich hier noch ein paar ausgestanzte liegen, ne? Sowas schmeiße ich ja nicht weg. Kann man immer mal wieder bei solchen Projekten mit einarbeiten. Ja. Und hier ist jetzt überall die Möglichkeit, hier die Fotos drunter zu schieben, ne? Also das ist nicht zugeklebt. Kann man überall so reinschieben. Nicht, dass ihr jetzt hier zum Beispiel anfangt, die Die-Cuts direkt auf die Fotos zu kleben oder auf diese Mattungen zu kleben. Dann kann man im Nachhinein ja die Fotos nicht mehr richtig einbringen. Das wäre schade, ne? Da sollte man noch mal ein bisschen drauf achten. Ja. Und dann muss man das hier so ein bisschen einklappen in dem Fall bei mir, weil ich, wie gesagt, ein bisschen mit der Deko sehr in die Höhe gegangen bin. Hier sind die Zierniten auf dem Teil drauf gelandet. Diese Kreise, die habe ich hier benutzt, einmal so als Highlight und hier für den Griff. Ich glaube, da müsste ich nochmal Kleber zwischen machen. Offenbar hält der Kleber, der Die-Cut selber, das Ganze nicht so perfekt. Das mache ich gleich mal, sonst vergesse ich das bloß und dann fällt das irgendwann ab. Das ist doch schade. Also hier einmal nochmal auseinander, bitte. Und dann helfen wir da mal mit dem eigenen Kleber nach, ne? So. So. Ein bisschen antrocknen. Und dann müsste das besser klappen. So. Alles zu. Geht eben oben die Luke so ein bisschen auf, finde ich überhaupt nicht dramatisch. Ganz cool eigentlich sogar. Und dann kann man das Band hier wieder so drum ziehen. Das ist locker gehalten, ne? Jo.
Und dann hat man doch wieder ein schönes kleines Erinnerungsalbum. Gefällt mir gut. So, jetzt noch ein paar Fotos machen. Und dann habe ich heute schon ganz schön was geschafft. Sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dieses neue Kit schmackhaft machen. Ich liebe die Die-Cuts wieder sehr, muss ich sagen. Da lässt sich noch wahnsinnig viel rausholen, seht ihr ja, ne? Oder auch in eine andere Farbrichtung gehen mit ein bisschen Rosa und Gelb. Ist, glaube ich, auch ganz hübsch. Und hier das Viehzeug habe ich noch gar nicht verwendet. Siehst du, die wollte ich eigentlich auch noch irgendwie so aufkleben. Ach, beim nächsten Projekt, ne? Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.